Sie würden gerne wissen, wo dieser Zug hinfährt. Diese Anlage fasziniert Sie. Sie würden gerne in die Bahnhofshalle schauen. Eisenbahn und Modellbahn ist für Sie generell immer ein Thema gewesen, bei dem Sie hinschauen. Egal ob amerikanische Züge, europäische, DB, Modelleisenbahn, liegt Ihnen so ein wenig im Blut. Aber seit Jahren, genau genommen seit Ihrer Kindheit oder Ihrer Jugend, hatten Sie nicht mehr die Zeit dafür. Zwar juckte es Sie oft in den Fingern, aber Familie, Beruf, Ausbau, Umzüge, alles Mögliche ging vor. Und das war zu seiner Zeit ja auch gut und richtig so. Modelleisenbahn ist ein Hobby und kein Lebensinhalt. Aber nun sind Sie an einem Punkt angekommen, an dem Sie mehr Zeit haben. Entweder Ihre Familienphase hat sich dem Ende genähert oder sogar Ihre Berufstätigkeit steht vor dem Abschluss. Und an dieser Stelle kann Ihnen dieses Video und die folgenden Videos zum Thema Wiedereinstieg etwas helfen. Übrigens, die Filme über diese Anlagen können Sie komplett sehen auf www.uwehilgemann.de. Zwischen dem Uwe und dem Hilgemann gibt es kein Leerzeichen und keinen Strich. Es wird einfach zusammengeschrieben. Und eines ist ganz klar, es lohnt sich, dieses Hobby wieder zu betreiben. Vielleicht haben Sie ja sogar Ihre alten Fahrzeuge aus Kindertagen, aus der Jugendzeit oder sogar aus späterer Zeit aufbewahrt und in Ehren gehalten. Da scheint es sich fast anzubieten, ja geradezu aufzudrängen, dass mit diesen Fahrzeugen auch der Neubeginn stattfindet. Natürlich würden Sie sich damit festlegen, auf Märklinen oder zwei Leiter Gleichstrom, auf die Spurweite H0 oder was auch immer Sie in Kindertagen gefahren haben. Und das könnte eine falsche Entscheidung sein. Das ist zwar nur meine Meinung, aber ich will Sie in den folgenden Minuten gerne begründen. Zunächst einmal gibt es da inzwischen den digitalen Anlagenbetrieb mit digital gesteuerten Fahrzeugen. Zur Verdeutlichung zeige ich hier eine Rangierszene. Eine V100 übernimmt in einem Landbahnhof einen Kesselwagen für einen Güterzug. Gebracht wird dieser Kesselwagen von einer KÖV 2. Nach dem Kuppeln des Kesselwagens an die V100 kuppelt die KÖV 2 digital gesteuert ab und wird dann abgeschaltet. Damit ist dann natürlich auch der Motor der KÖV 2 nicht mehr zu hören. Geräuschvoll zieht dagegen die V100 an und nimmt ihren Kesselwagen mit. Der Schienenbus zeigt nun einmal, was elektronisch in ihm steckt. Unter anderem das Motorengeräusch beim Start. All dies ließe sich mit analogen Fahrzeugen nicht machen. Auch müsste auf einer analogen Anlage viel mehr Verkabelungsarbeit geleistet werden.
Natürlich kann man auf die vielen Vorteile der digitalen Modelleisenbahn verzichten und den alten Fahrzeuge zuliebe eine analoge Anlage bauen. Das bedeutet zwar mehr Arbeit und mehr Kosten bei der Verkabelung der Anlage und eine längere Bauzeit, aber gehen tut es eben. Nur stößt man dann trotzdem auf Probleme. Ich habe hier einmal eine alte T3 vom Fleischmann gegen eine neuere T3 vom Fleischmann gestellt. Der Größenunterschied wird deutlich. Die neueren Fahrzeuge vom Fleischmann passen mit den älteren Fahrzeugen von Fleischmann nicht zusammen. Und nicht nur die Größe passt nicht, auch die Kupplungen sind unterschiedlich. Eine Fallhakenkupplung bei dem alten Modell und eine Profikupplung bei dem neuen Modell. Neuere Modelle lassen sich leicht umrüsten. Sie haben einen NEM-Schacht. Ältere Modelle leider nicht. Und dann ist da noch die Sache mit der Detaillierung der Lokomotiven. Ich schlage folgendes Experiment vor. Man schaue sich die T3 neueren Datums einmal gründlich an. Genieße die Ellen-Tricksteuerung, die Glocke, die Pfeife, die Griffstangen, die Bremsbacken zwischen den Radsätzen, die Stangenpuffer, die Laternen und spule den Film dann eine Minute zurück und schaue sich die T3 der 50er Jahre noch einmal an. Beide Lokomotiven zusammen auf einer Anlage wollen nicht so recht harmonieren. Die Entscheidung zwischen einer digitalen Anlage mit Soundlokomotiven, denn so heißen die Lokomotiven, die Krach machen, und einer analogen Anlage ist mir nicht schwer gefallen. Der Betrieb macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und die Verdrahtung ist viel einfacher. Für mich gilt, lieber zwei Soundlokomotiven als fünf analoge. Ist das damit auch das Ende der guten alten, aufbewahrten Modelleisenbahnen aus früheren Jahren? Nein, sage ich, denn es gibt neben der Möglichkeit, eine Modellbahn auf, ich sage mal, heutigem Standard zu betreiben, auch die Möglichkeit, eine sogenannte Nostalgie- oder Vintage-Modelleisenbahn gerade für diese alten Fahrzeuge zu bauen. Diese Vintage-Modelleisenbahnen sind noch kein verbreitetes Hobby, aber mehr und mehr sieht man einzelner solcher Anlagen auch auf Messen. Für mich selber begann alles damit, dass ich meine alten Modelle aus den 1960er und 1970er Jahren von Fleischmann herauskramte und mir dabei das Gleisplanheft der damaligen Zeit in die Hände fiel. Ich erinnerte mich daran, wie oft ich mir das Bild gerade dieser Anlage angeschaut habe und wie sehr ich mir damals gewünscht hätte, ich hätte diese Anlage gebaut bekommen. Nun, inzwischen brauche ich niemanden mehr, der mir eine Anlage baut, und irgendwann entschloss ich mich, selber Hand anzulegen. Hier sieht man mich bei der Arbeit an dieser Anlage. Ich nenne sie die M116, denn der Gleisplan hatte diese Nummer. Der gesamte Bau der Anlage ist von mir gefilmt worden und kann angeschaut werden auf meiner Website www.uwehilgemann.de ohne Leerzeichen oder irgendetwas zwischen dem Uwe und dem Hilgemann kann man das alles und noch viel mehr sehen. Das Material für diese Anlage, also die alten Fleischmann-Messinggleise, habe ich mir im Internet bei eBay beschafft und auf Märkten gefunden. Ebenso habe ich meine Fahrzeugbestände aus dieser Zeit ergänzt.
Oft habe ich in dieser Zeit des Baues in alten Katalogen geblättert und tue es auch heute noch gerne. Es ist wie eine kleine Urlaubsreise in die Vergangenheit, in die goldene Kinderzeit. Oft stieß ich beim Blättern auf Modelle, die ich mir sehr gewünscht, aber nie bekommen habe. Warum sich nicht diese Wünsche heute noch nachträglich wahr machen? Die Modelle sind erstaunlich preiswert. Überhaupt ist Vintage-Modelleisenbahn wohl die preiswerteste Art, Modelleisenbahn zu betreiben. Und sie ist mit einem besonderen Kitzel verbunden. Die Jagd nach Modellen auf Märkten, auf Flohmärkten, im Internet, bei eBay, bietet einen ganz besonderen Reiz und Kitzel. Und es ist sehr befriedigend, dieses Modell dann schließlich zu einem vernünftigen Preis zu besitzen. Der Jagdtrieb ist wohl einer der beherrschendsten Triebe bei Männern. Und die Sehnsucht nach den scheinbar goldenen Zeiten der Kindheit ist auch wohl eine ganz gewaltige Triebfeder. Dieses Vintage-Hobby kann so einen ganz besonderen Reiz haben. Um das Ganze nochmal etwas stärker zu illustrieren, zeige ich einige Szenen vom Betrieb auf meiner Anlage M116. Einen richtigen Bahnhofsnamen habe ich ihr nicht gegeben. Alle Fahrzeuge, die hier eingesetzt werden, sind schon im Fleischmann-Katalog bis 1965 zu sehen gewesen. Die flinke kleine Baureihe 80 Rangierlokomotive ist dabei sogar ein hochgelobtes Spitzenmodell dieser Zeit gewesen. Ich lasse jetzt diese Szenen einmal durchlaufen. Wer früher als Kind eine Märklin-Anlage gehabt hat, stelle sich vor, das wäre seine Lieblingsmodelleisenbahn aus dem Märklin-Gleisbahnheft. Wer eine Trix-Anlage hatte, stelle sich vor, hier sind seine großrädrigen Fahrzeuge unterwegs. Wäre das nicht auch eine brauchbare Alternative für den Neuanfang mit der Modelleisenbahn? Bei aller Freude über eine Vintage-Anlage. Vielfach sind die Wünsche doch anders gelagert. Man möchte modernere Digitalfahrzeuge einsetzen, ein bestimmtes Vorbild nachbauen, eine Anlage auf der Höhe der Zeit gestalten, einen Anlagenplan mit jetzigen Materialien verwirklichen. Aber schließt sich der Bau einer Vintage-Anlage und einer heutigen Anlage gegenseitig aus? Ich selber fahre zweigleisig. Ich habe sowohl eine Vintage-Anlage als auch zeitgemäße Modellbahnanlagen im Einsatz. Das kann ich tun, weil sich meine Ansichten über den Anlagenbau sehr geändert haben. Früher einmal habe ich den gesamten verfügbaren Raum einer einzigen, möglichst großen Anlage gewidmet. Diese Anlage sollte nach Möglichkeit all meine Bedürfnisse befriedigen. Dabei sind teilweise richtige Monsteranlagen entstanden. Nachzulesen in meinem Buch Modellbahn, zu finden auf meiner Website. Wie man mit einem anderen Konzept als einer einzigen, möglichst großen Anlage vielleicht besser zum Ziele kommt, ist in weiteren Folgen dieser kleinen Serie zu sehen.